Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch die einfachste Reset-Mechanik bei einer 1 vs 1 Map zeigen und wirklich nur die Reset-Mechanik eigentlich, weil das größte Problem ist an der 1 vs 1 Map, was die meisten Leute haben, und die ist sehr, sehr simpel, ohne Gerät, einfach nur mit den Spieleinstellungen. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, wie man an eine Reset-Mechanik drankommt, aber das ist meiner Meinung nach die sauberste, schönste und einfachste. Dazu werde ich mal einfach jetzt auch unsere 1 vs 1 Plattform bauen, schnell kurz vorher. Da nehme ich einfach, weiß ich, irgendwie diese Teile da, mal die Bodenfläche. So, zack, 1, 2, 3, 4. Ich baue einfach das Geringste, was wir wirklich brauchen, die zwei Schrägen, wo es dann losgeht. So, die platzieren wir an den beiden Seiten. Dann kopiere ich mir den Boden von unten nach oben. Ihr könnt einfach alles nehmen und natürlich viel mehr ausdekorieren. Ich möchte einfach wirklich das schnellste und kleinste Setup für eine 1 vs 1 Map bauen. Dann brauchen wir zwei Spielerplatten, die sich gegenüberliegen und sich anschauen. Die platzieren wir einfach mal da. Dann gehen wir zur ersten, stellen hier einfach bei Team 1 ein, gehen rüber zur anderen und stellen hier Team 2 ein. So, dann brauchen wir noch den Loot. Dazu platziere ich einfach da unten jetzt da dieses Team-Inventargerät. Einmal platzieren. Jetzt haue ich da rein, was ich möchte, womit die Spieler starten. Da könnt ihr natürlich nehmen, was ihr wollt. Ich nehme als Klassiker einfach mal eine blaue AR, eine MP5, und dazu nehmen wir natürlich die Pumpgun in Violett. Minis brauchen wir vielleicht auch noch, falls ihr Heal wollt. Ihr könnt alles reinlegen, was ihr da wollt. Einfach 5 Spots habt ihr zur Verfügung, mit was auch immer ihr für Items gegeneinander antreten wollt. Und das war es eigentlich auch schon mit der Map, wie wir sie gebaut haben. Jetzt gehen wir an die Spieleinstellungen. Und zwar geht es hier auf meine Insel. Wir bleiben gleich bei Spiel. Sprachchat will ich auf alle stellen, damit ihr halt miteinander reden könnt. Team setzt ihr auf 2. Teamgröße 1. Dann gehen wir darunter. Spawnlimit auf 1, ganz wichtig. Runden insgesamt mache ich hier 5. Wir duellieren uns 5-mal. Da könnt ihr aber auch mehr einstellen. Zeitlimit würde ich keins einstellen, damit ihr Zeit habt, solange ihr wollt. Siegesbedingung, meistgewonnene Runden ist ganz wichtig. Dann haben wir dann noch letzter Überlebender beendet Spiel auf 1. Und das ist dann eigentlich für das eigentlich schon das Wichtigste bei den beim Spiel. Bei den Einstellungen gehen wir runter. Startschilde würde ich auf 100 setzen, dass ihr 100 Konditionen und 100 Schilder gleich habt. Unendlich Munition auf an, ganz wichtig. Und unendliche Ressourcen auf an. Das sind die wichtigsten Optionen bei den Einstellungen eigentlich, damit ihr auch unendlich hochbauen könnt natürlich. Und immer wieder was habt zum Verteidigen. Ihr könnt es natürlich ganz individuell auch machen. Wenn ihr sagt, nein, ich möchte nur bis zu 500 Netz bauen und was auch immer, dann stellt ihr das einfach so ein, wie ihr wollt. Aber das sind so die Standard Einstellungen, könnt ihr auch Fallschaden einstellen, was auch immer. Dann gehen wir zur Benutzeroberfläche und da haben wir auch noch ein paar Einstellungen zu machen. Und zwar die Anzeigedauer von den Spielepunktzahlen setzen wir auf 3 Sekunden, Anzeigedauer von der Rundenpunktzahl auch auf 3 Sekunden, damit wir einfach nicht lange warten müssen und einfach direkt sofort fighten können. Hard-Informationen stelle ich auf Rundenstatus, das geht eh nur mit 2 Teams, wie in der Klammer steht. Gesamtwert auf Hard-Anzeigen auf Ja. Was haben wir dann noch? Alle Siegesbedingungen der Punkteanzeige. Da würde ich zum Beispiel, könnt ihr jetzt da Zeit am Leben oder ja auch Eliminierungen einstellen. Das mache ich bei den zweiten. Und dann gehen wir noch die kumulative Punkteanzeige nutzen. Zuerst stellen wir noch Art des Kartenbildschirms auf Punkteanzeige, das ist eh. Und die kumulative Punkteanzeige nutzen auf Ja. Dann seht ihr nämlich rundenübergreifend, wer eure Punkte zusammenzählt. Und jetzt gehen wir aufs Spiel starten. Der liebe Chaos Tom hat mir geholfen, das einfach kurz zu testen, ob das auch funktioniert. Liebe Grüße gehen raus, danke, dass du kurz Zeit gehabt hast. Dann haben wir nämlich oben eine coole Anzeige, wie ihr seht. Da steht Runde 1 und links bei Blau seid ihr, da steht 0 und bei Rot ist der Gegner, da steht auch 0. Da werden eure Punkte bzw. eure Siege direkt eigentlich angezeigt. Wir haben ihn jetzt einmal eliminiert, wird richtig angezeigt. Sieg, Runde 1 von 5. Ja, Team 1 sehen wir da, Siege 1, Eliminierung 1. Und jetzt haben wir oben hoffentlich in der Anzeige auch richtig stehen, nach den 3 Sekunden, wenn es direkt losgeht, steht bei mir ein Punkt, bei ihm 0. Und rechts unter dem Kartenbildschirm, unter der Minimap, wird die Runde angezeigt, 2 von 5. Und jetzt haben wir ihn ein zweites Mal eliminiert. Wir kriegen wieder eine Siegnachricht, Runde 2 von 5. Ihr wisst immer, in welcher Runde ihr seid. Ihr wisst immer, ob ihr gewonnen habt oder verloren habt. Oben wird immer alles zusammenzählt. Also diese Mechanik... Oh, Handy, sehr schön. Diese Mechanik ist einfach am allersimpelsten und wirklich das Beste, was ihr irgendwie machen könnt, meiner Meinung nach, für eine 1 vs 1 Map. Und ich muss da kurz abheben. Das passiert, wenn man in der Aufnahme bzw. vor der Aufnahme Essen bestellt und die dann direkt liefern. Sehr gut. Kommen wir einfach zurück zur Map.
Ja, jetzt beginnt Runde 4, wie ihr seht, es steht 2-2, beziehungsweise 2-1 momentan. Er wird mich jetzt auch nochmal besiegen, damit wir einfach mal Gleichstand haben. Und er schießt mich da jetzt einfach ab. Wie gesagt, es funktioniert alles sehr gut. Und ich glaube, dass das die beste Variante ist. Früher hat man das ja mit den Explosionsfässern gemacht, beziehungsweise mit dem explosiven Gerät, dass man irgendwelche Sachen zerstört hat, mit dem Button und sowas. Es ist aber alles ein bisschen tricky und weiß nicht, ich finde die Runden einfach am besten. Jetzt steht es 2-2. Ich werde ihn jetzt noch einmal besiegen, damit wir Best of 5 quasi, wir gewinnen 3 von 5 Runden. Damit haben wir die meisten gewonnen. Wir werden kurz als Rundensieger angezeigt. Jetzt zeigt er nochmal kurz an, eben, dass wir gewonnen haben. 3 von 2 und jetzt kommt das der Endpunktestand, 3-2 und ja Leute. So Leute, und das war es auch schon mit der 1 vs 1 Reset Mechanik. Ich finde es ganz simpel, sauber und schön und baut es einfach nach. Wenn ihr Bock habt oder wollt, dass ich eine bisschen ausgefeiltere Variante noch zeige, wie man zum Beispiel mit der Barriere die beiden voneinander trennen kann, mit zwei Buttons oder mit einem Counter oder was auch immer, dass dann die Wand aufgeht, die Wall aufgeht, beide losrennen können mit verschiedenen diversen Loot und sowas. Dann, und auch wenn man zum Beispiel runterfällt, dass man wieder oben spawnt oder unten stirbt oder was auch immer, da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen rausholen, wenn ihr das wollt. Dann kommentiert es unten in die Kommentare und ich werde noch ein bisschen detailliertere Variante dazu machen und ein neues Video dazu machen, wie man eine 1 vs 1 Map komplett baut mit den ganzen Einstellungen. Aber das ist mal das Simpelste und Beste und damit könnt ihr auf jeden Fall wirklich was Cooles raushauen. Legt's los, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.